warum starte ich denn in das Land? Achso, ja, da war ich das letzte Mal. Stimmt. Schön doof, habe ich ja fast vergessen. Ey, cool, ich muss halt 15 würdige Spieler töten. Zum Glück haben sie das mit dem letzten Update noch ein bisschen geändert. Ja. Ich stell dir vor, ich habe jetzt ein magisches Langschwert. Das hat ein bisschen Crit und ein bisschen schnell Angriffsgeschwindigkeit. Damit komme ich auf statt 1,18 wie mit der Dürre-Axt auf 1,23 Angriff pro Sekunde. Merkt man schon ein bisschen was, besonders cool. Bei der Dreifach-Kombi. Mhm. Auch ein kleiner Fortschritt ist gut. Aber im Unterschied, das Ding macht viel weniger Schaden. Oh, und ich habe heute einen Rubin bekommen. Also auf wie viel kommst du jetzt maximal? 1,6 mit der Dreifach-Kombi, glaube ich. Ich muss nochmal testen. Ja, leider. Ey, hier. Ich bin ja. Ich möchte ja bald Level 40 haben. Ich habe ja schon jetzt so. 33%. Wer lädt mich denn da in eine Gruppe? Der hier Replash, wie du nennst, die oder die RECS, wie auch immer. Boss. Der hat dieses Kostüm schon. Oder sie, ich weiß nicht, was er so sie ist. Das. Wo war's denn? Das Kostüm hier, die Chamäleonhaut, gell? Ja, genau, Chamäleonhaut. Den kleinen Fieslingsdings hat er noch nicht, den Knappen. Ja, der kostet ja auch 200.200 eher Nadeln von 1.545, wo gerade ich mal 52 habe. Wuhu! 52. Ach, schön. Dann hätte das geklappt. Oh, und damit auf dem Weg zur. Naja. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Vielleicht machen die es wirklich rein, was manche sich gewünscht haben, dass man Sachen verschenken kann. Weihnachten. Die haben gewünscht, da kommt das rein, dass man nämlich Sachen an Anfang verschenken kann. Das wäre cool. Das verschenken? Ja, gut, da würde ich als erstes wirklich ohne Scheiß, da würde ich mit Alcaris, der Serenity, erstmal die Robe schenken, meine Siki-Robe. Die brauche ich echt nicht. Und sie nee, eigentlich. Die doch. Eigentlich müsste ich ihr eine Robe schenken, weil ist die Frage, ob du von einem Waldläufer zu einem Magier was schenken kannst, ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, du hast nicht mal eine Ahnung vom nächsten Update und laberst schon wieder. Aber hey, wir sind jetzt gerade erst bei diesem Update. Ja, das ist ein Event. Oh, und willkommen zur Präsentation zu unserem Video. Und zwar, Paula, war mal schon zu hören, ich auch. Wir haben ein neues Event. Wie heißt das Event, Paul? Bin mal gespannt. Bezwingen die Unbezwingbaren. Gut abgelesen. Glückwunsch. Ja, bezwingen die Unbezwingbaren. Ich bin heute mal mit Achiacaris und nicht mit Alcaris. Aus dem einfachen Grund, ich möchte euch... Was? Ja? Hey, nix. Ja? Sag. Hör das Video nochmal dann an, dann hörst du es. Okay, abgemacht. Dann schreibe ich dir hinterher in die Kommentare, wie scheiße das, wie ich das finde. Okay. Ja, bezwinge die Unbezwingbaren. Warum bin ich mit Achiacaris an? Guckt euch den Kerl schon mal an. Okay, ich weiß jetzt, Inventar ist nicht gerade erste Sahne. Das Level, ich bin bei Level 40. Ich, wir haben es jetzt momentan Freitag, den 23.11.2012. Will ich gerne wissen, kurz vor 4 Uhr nachmittags. Und ich werde über das Wochenende suchten. Ich will endlich Level 40 haben. Ich denke mal, wie jeder, der auf Level 39 einmal war und dann, ach, ich will Level 40 haben, der zockt das auch durch. Wenn man Zeit hat, versteht sich. Gell, ja. Paule? Ja. Paule. Das spricht aus der Seele. Nichts gemacht zu Bier. Ja. Und zum heutigen Event. Was heißt das? Das Event bezwinge die Unzwingbaren. Wie das letzte Event. Ich mach mal kurz das Crashkurs durch das Event hier jetzt. Man kann. Wie gesagt, man kann hier gewinnen. Zum Beispiel ein zwei Edelsteinbeutel, dreimal blaues Essenzkristall, 20 Universal Hardring, blablabla und so weiter, bis hinten zum Juwel der Unbezwingbarkeit. Paul, was bekommt man da, wenn man den drin hat? 15% mehr maximaler Schaden und 30 Kritis, glaube ich, oder? 15% mehr maximaler Schaden? Oh, er kann ich mal ablesen. Ich hab nicht abgelesen, ich hab auf den Kopf gemacht, du. Ja, aus dem Kopf gemacht. Fehlerhafte Info, schlimmer als fehlerhaftes Ablesen. Ja.
Also 5 plus 15 maximaler Schaden, das macht. Ach, jetzt wollt ich schon wieder zurücklaufen. Nach Atlantis. Naja, ich habe hier was vergessen zu zeigen, ja. Jetzt habe ich schon so viel Müll gelabert, aber jetzt müssen wir das Ganze einfach mal neu machen. Was drücke ich denn hier auf die Tasten? Wo war das nochmal? Event. Ja, wie gesagt, man kann hier tolle Sachen gewinnen, natürlich auch die Traken. Unten steht, wie lang es noch läuft. Es hat bei, wo hat es angefangen? 7 Tage, gell? Eine Woche läuft es. Ja. Hat es angefangen, jetzt noch 4 Tage eben, ja, bis irgendwann nächste Woche, Mittwoch, Dienstag und Mittwoch irgendwann zu Ende. Ich werde es, sage ich euch jetzt gleich, nicht fertig machen. Paul ist schon fleißig dran. Paul, wo bist denn du momentan? Nur bei 190, ich werde es auch nicht fertig machen. Hm. Ich werde nur ein bisschen so machen und dann mal gucken, wie weit ich komme. Ja. So, also dann haben wir hier erstmal die Questaufgaben. Also wie gesagt, wie gehabt, wie beim letzten Event. Schade eigentlich, muss ich schon sagen. Hier, die haben den Dungeon wieder ausgemacht. Ja, hier ist nichts mehr, scheiße. So, hier haben wir unseren typischen Eventhändler. Hier kann man die Ehrennadeln kaufen. Eine für 25 Andamanten. Und wie so weiter, 10 Stück für 250, 75 für 1875 und so weiter. Und das heißt, wenn man theoretisch, also ich glaube, man bekommt für die erste Quest 30 Ehrennadeln, waren das, glaube ich, gell? Ja. Die habe ich jetzt schon beendet. Also für die allererste Quest, man kommt jetzt erstmal her, latscht den, ist so begeistert. Oh, geil, neues Event. Dann latscht man hier zu der Königin Antronia, oder wie die heißt, Auftraggeberin, die gibt einem dann eine Quest. Quatschen mit dem hier, mit dem Ritter Kendrick und mit dem Ritter Hardy. Hardy. Gleich für Hardbosse, ne? Hat sich irgendwie schon im Namen. Also man sieht auch schon vom Aussehen, der Kerl hier hat die Waffe von der, wie heißt das Vieh nochmal? Kali? Spinnenbeinaxt. Arachne. Arachne, glaub genau. Ich, und keine Ahnung, was der hier nur sonst an den Füßen hat. Auf jeden Fall, der hat dann schon das Schild von, keine Ahnung, was denn Schild ist, das kenne ich nicht. Irgend so einen komischen Helm und okay, Gorgas Axt hat er, also sieht schon mal viel härter aus. Gorgas Axt. Er hat schon die, auch ich habe hier alle angenommen. Ja, man kann jetzt auch noch ein paar kleine Boxen kaufen, die so bestimmte Sachen enthalten. Will ich gar nicht drüber eingehen, groß. Hier haben wir noch zum Beispiel Bezwinge Gorga Hart. Gorga Normal. Ich hab's schon mit Gorga Hart. Die ganzen Hartmissionen. Die ganzen Hartmissionen bekommt man alle auf Stufe 40. Ja. Weil die alle Stufe 45 sind. Na ja, gut. Also, man bekommt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt an Kalis. Jupp, dann sagt er, dann muss ich 5 mal Kalis auf Normal umbringen. Droppt jedes Mal eine, keine Ahnung, was Kali droppt. Gorga droppt diese Fingernägel. Fingernägel, gut. Gorga droppt die Speichelprobe, habe ich schon 2 Stück von 5. Und sobald man alle 5 hat, geht man hier hin und sagt, anquatschen, hey du da, ich habe 5 erreicht, Häkchen hier. Aha, okay, tausche die Kampftrophäen von Ritter Kendrick gegen Ehrnadel ein, okay. Und dann kriegt man, wie gesehen, wie vorher, kann man. Event festgelegt, kriegt man hier. Oh, hier stimmt, Fingernägel, Kalis. 22 Ehrennadeln. Je härter der Boss, desto mehr Ehrennadeln gibt es. 14, 22. Also, man kann sich schon denken: 14 oder 22, bis man 3000 Ehrennadeln zusammen hat, das dauert schon ein bisschen. Stimmt's, Paul? Und die das Beste ist eigentlich Kali in Q5 mit 256. Ich bin ja selbst erst Q3. Bis wir da hinkommen, gibt es das Event schon eben nicht mehr. Selbst wenn wir jetzt die letzten 4 Tage, fast 5 Tage durchsuchten würden, bringt nichts. Obwohl. Jo. Nee, nicht obwohl. Naja, nee, bist cool. Zum Thema kaufen, jetzt nochmal eine Beschränkung, alle Käufer. Du, halt mal deine Hand da raus. Nicht raus. Ich habe hier mal kurz was. 3000 minus. Wie viel kriegt man am Anfang? Habe ich gesagt 30? Mal 25. Also für alle Käufer 74.250 Andamanten kostet dieses Event, wenn ihr es, wenn ihr euch die ganzen Ehrennadeln kauft. 74.000 Andamanten, ich sag mal im Schnitt, kostet vielleicht 70 bis 80 Euro, je nachdem wie viel Andamanten man auf einmal kauft. Mir ist es nicht wert, besonders für die Sachen, die es da gibt. Okay, den Fiesling zum Beispiel, bestimmt nett anzusehen, aber 5% mehr Lebenspunkte. Paul, sowas bräuchtest du, gell? Aber ich glaube, ja. Nee, das ist, nee, da kommt man eh nicht mehr hin. 2500 Ehrennadeln. Hm. Ich habe ja eh schon meine. Okay, Alcaris hat den Kürbis. Ariakaris hat nix. Ach, was drücke ich hier alles rum? Aber am besten ist wirklich immer am Ende 3000 Ehrennadeln, Juwel der Unbezwingbarkeit. Also das Ding kann man in einen Kopfschutz, also Bärenhaupt oder Rüstungshelm, irgendwas reinmachen. 30 kritischer Schaden. Heißt insofern, man bekommt kritischer Schaden statt 200 auf wahrscheinlich 230%. Und der Schaden überall geht nochmal um 15 hoch.
Habe ich alles richtig erzählt oder habe ich wieder nur Scheiße gelabert? Du hast irgendwas mit kritischen Schaden gelabert, das gibt es glaube ich nur bei Gorgas Buch. Als Magier. Nee, eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, du laberst die ganze Zeit nur dumme Scheiße. Ja, ach, so weit wollte ich sie aber nicht runter machen. Lustig, guck mal hier, wie viele tote Köpfe hier und alles rumliegen und die Gedärme und sieht aus wie Herolds Blut, was hier rumliegt oder sonst was. Ja. Wie gesagt, ich werde dieses Event nicht machen, weil es für mich... Oh, hi Leute, ja. Weil es... Ich finde das ein bisschen zu... Ja, ganz ehrlich, anstrengend. Und zwar die Begründung. 3000 Ruhmzeichen. Ich bin auch gleich fertig mit Labans Video, ist gleich zu Ende. 3000 Ruhmzeichen, sage ich schon. 3000 Ehrennadeln braucht man ja. Und für Sigi, Paul, schau mal kurz für mich nach. 3000 Sigi auf H, 10 Mal. Wie viel gibt denn das? Wie viel Ruhmzeichen? 144, wenn ich mich richtig erinnere, 144, oder? 144, genau. Was haben wir da ausgerechnet? Für 10 Mal macht im Stück 30 Mal am Tag, ne? Warte mal, nee, 14,4 bekommt man da also pro Sigi auf Hard. Ich habe 3 mit Alcaris gemacht. Mhm. Das heißt, man müsste insgesamt, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, 200 Mal Sigi auf Hard machen. Leute, überlegt mal, ganz ehrlich, 200 Mal Sigi auf Hard? Na, der eine, den der man rekord ist, der hat den, ist den es schon 130. Mal, okay, ich weiß, Sigi, Gorga das und Kalis ist schneller, aber für mich wenn und du Paul... den, wenn du den durchzockst, das schaffst du, weil ich habe jetzt einen, der hat jetzt schon 130, also er braucht nur noch 130 Mal. Ja, aber ganz ehrlich, für mich, okay, Herold, bis man Herold umgebracht hat, wie der Kelly auf dem Bild, das dauert wirklich, selbst mit dem Bug dauert es Ewigkeit und da ist Sigi immer noch am besten, auch wenn er nicht ganz so viel bringt wie Herold oder Kalis, oder Gorga. Und ganz ehrlich, bis ich 200 Mal Sigi auf Hard mache, nur um diesen einen blöden Stein am Ende zu bekommen. Okay, das Chamäleon hat natürlich gerne auch für die Hälfte, aber ne, ist mir zu viel Mühe. Allein mal so, 200 Mal, das heißt jeden Tag von den ungefähr 30 Mal pro Tag, wo 3 Tage bei mir schon vorbei sind, müsste ich jetzt eigentlich noch mehr am Tag machen. Ich wollte jetzt auch das ist halt, naja, wer es will, da ist es doch. Wer es will, der macht halt. Mal ganz ehrlich, ja? Wer setzt sich, okay, ich sag mal, mit einer guten Gruppe ohne Essenzen 5 bis 10 Minuten, ja? Mit Essenzen 5 Minuten, wenn überhaupt. Was jetzt, ja, so 200 mal 10 Minuten, sage ich jetzt mal. 200 mal 10 Minuten macht 2000 Minuten, geteilt durch 60. Paul? Hab grad keinen Bock. Aber ich hab einen Taschenrechner. 33,3 Stunden. Ganz Leute, ehrlich, ganz ehrlich, da nehme ich mir noch lieber mal ein 3DS, zockt Spectrobes jenseits der Portale 33 Stunden, bevor ich mich hier hinsetze. Gleich ich jetzt mal. Nee. Na gut, Ansichtssache. Die Belohnungen sind zwar toll, ich weiß, nachher kommt man nie wieder dran. Geld will ich sowieso, wenn dann für Edelsteine ausgeben, will ich sowieso mit Alcaraz schon fast legendär bin. Aber... Ja nein. Doch, irgendwann vielleicht Eventhändler, dass das irgendwann kann man vielleicht mal unter Umständen kommt. Geben. Aber gut, ich habe jetzt, ja, aber sagen wir mal so, angefangen, 40 Draken, immerhin, besser als nix, ne? Einmal 5-mal Gorga machen, weil, ja, 5-mal Gorga, sagen wir mal so, für jemanden in meiner Position, der sowieso noch Gorga leveln muss, um EP zu kriegen, da lohnt sich's noch. Da lohnt sich sowas noch. Einfach mal mitnehmen und zu Gorga latschen, aber ich alleine, ich glaube, ich brauche eine Gruppe. Das wär's doch, Paul, oder? Alle zu diesem Event. Es ist sowieso schon bald vorbei und die meisten sehen das Video also sowieso leider erst, sobald, wenn das Event schon fertig ist. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, ignorieren da. Die Belohnung habt ihr alle. Ich zeige euch nochmal alle die Belohnung. Schöne Edelsteine. Die Edelsteine kriegt man 15 Ehrennadeln schon, wenn man nur die Viecher, die Frieda am Anfang anquatscht. Universal Hardtrain kennt auch jeder. Blaues Herz kennt auch jeder. Seelensteine kennt auch jeder. Brandbombe, das Ding hätte ich ja gerne mal gesehen. Ich denke mal, das ist ein bisschen was anderes als diese Kabum-Bombe, oder? Ja, naja, die macht Schaden und brennt den Gegner. Kannst ja mal durchlesen, steht ja alles da. Naja. Ja. Bis dahin will ich auf jeden Fall machen, weil Schaden, die platzen und dann brennen alle Gegner. Das setzt mich irgendwie so. Stell dir mal vor, Herold ist an sich schon eine riesen Kabum-Brandbombe. Legendär Ausrüstung. Nein, eben der. Begleiter, ein Edelstein und Kamelenort. Und haufenweise Draken. So, das wär's auch. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon wieder ist, wie lange ich schon wieder in Müll gelabert habe, wie viele Leute ein Dislike für dieses blöde Video geben. Ja. Ja, dann sag ich mal. Tschüss, Leute, und ach ja,
Ja, super fuck. Es könnte sein, dass ich in Zukunft öfter mit Ariadne spiele als mit Alcaris, weil ich momentan einfach so ein Drachenkrieger bin. Also, wenn er die ganze Zeit auf Alcaris, ja, falls er irgendwann erwartet noch auf Alcaris und dann, ach man, mach mal was mit mir und ich bin nicht on, beschwert euch nicht, guckt lieber mal nach Ariadne. Mein Name ist hier die ganze Zeit immer meine Person, ihr könnt ihn eingeben, er steht in meinem Kanal, also, ihr werdet ihn schon finden. So, bis zum nächsten Mal und, ja, bis zum nächsten tollen Event, falls wir darüber ein Video machen. Tschüssi! Tschüss!